Schwalbe Rapid Rob. Das ist also der Schwalbe, der eiernde Schwalbe, den ich euch gezeigt habe. Oder was Quatsch, ich zeige euch jetzt, ne, also wo ich drüber gesprochen habe, habe ich ihn euch gezeigt schon. Weiß ich gar nicht mehr, bin so verpeilt. Und jetzt wird's interessant. Jetzt kommt nämlich der neue Continental Race King. Und was sehen wir? Er eiert auch. Und hier sieht man mal die Seitenansicht, da habe ich mal rangezoomt. Es sieht eigentlich ganz okay aus, oder? Da mit dem Sitz müsste eigentlich alles stimmen. Ich habe also, soweit ich das sehen kann, da eigentlich keinen Fehler gemacht. Warum der dann trotzdem eiert? Ich meine, das Laufrad ist frisch einzentriert, neu einzentriert und ich hatte es ja mal laufen gehabt ohne einen Reifen drauf und das war einwandfrei. Ne? Also da ist, hat nichts geeiert oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht ist das Felgenbett irgendwo, bin da ganz schön, ist egal. Ich sag mir jetzt einfach, weißt du was, hey, lass es gut sein, fährst trotzdem. Aber so richtig glücklich war ich jetzt noch nicht, weil ich habe nämlich festgestellt hier, deswegen gurk ich da auch so unkoordiniert und langsam in der Weltgeschichte rum. Übrigens, hier ist der Odenwald-Cyclist, ne? Guten Tag, hi. Das war heute hier die Ausfahrt, also von meiner Seite aus heute gesehen, 14.09. Dienstag, Nachmittag, früher Nachmittag. Hier habe ich kurz angehalten und habe mal geguckt, weil ich habe da nämlich ein Geräusch. Ja, schon wieder. Aber nur beim Treten und zwar vom Umwerfer. Und auch nur beim mittleren Kettenblatt. Ich habe ja dreifach vorne, ne? Und nur das mittlere Kettenblatt. Wenn ich auf dem mittleren Kettenblatt fahre, egal eigentlich welchen Gang ich da einsetze, schrappt die Kette am Umwerfer. An der Innenseite vom Umwerfer. Ich habe ja nichts verändert, ne? Ich habe natürlich komplett die Schaltung habe ich komplett eingestellt, halt nur hinten, weil vorne hat sich ja jetzt nichts getan, außer neue Kette. Aber hinten das Ritzel, dann das Laufrad neu zentriert. Also neues Ritzel, neue Kette, Laufrad zentriert. Naja, das ist dann schon mal so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, macht durchaus Sinn, mal den ganzen Index mal wieder neu so zu justieren. Und das habe ich dann halt auch feinsäuberlich gemacht. Mit Endanschlägen und allem Kram. Und es läuft auch wie eine 1, ne? Butterweich, kurze Schaltzeit sozusagen, ne? Es macht keine Klappe, es rappelt nichts und so, das habe ich schon alles gut eingestellt. Nur eben vorne der Umwerfer, naja. Und deswegen fahre ich hier so ein bisschen blöd rum und denke mir dann, ach weißt du was, du fährst jetzt am besten gleich wieder heim und waschtelst an dem Umwerfer rum, versuchst das Problem zu lösen und dann dachte ich mir, halt, ich habe doch eigentlich ein Multitool dabei. Das habe ich mal in irgendeinem Video gezeigt. Entschuldigung, wenn ich so räuspern muss, aber... So ist es nun mal, wenn man spricht. Komm gerade aus der Badewanne, habe heiß gebadet. So, jetzt schaut mal die Szene hier an. Schaut mal auf den rechts da, diesen Mercedes. Die Dame, die da drin hing, die werden wir gleich noch ein bisschen näher kennenlernen. Hier befinde ich mich in Bad König. Das ist die Elisabethenstraße, glaube ich. Jedenfalls ist das eine Spielstraße. Und hier haben Autos Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Also langsamer, wie ich jetzt fahre. Weil so ist es keine Schrittgeschwindigkeit. So kann kein Mensch gehen. Ja gut, vielleicht professionelle Geher, das könnte sein. Also so die Profis. So. Und jetzt passt mal auf. Menschenskinder, ha? Guckt euch das an. Schrittgeschwindigkeit, weißt du, was das heißt? Also eindeutig die Deppin der Woche, würde ich das jetzt mal nennen hier. Ne? Also Gruß geht raus an Erbach WL355 im silbernen Mercedes. Schlag mich tot, irgendein Mercedes-Ding. Ne? Also die Tussi da, man sieht sich, ne? Keep it in mind.
du bist getrackt hier, ne? Also gut, ich habe mir dann gedacht, nee, du hast ja dein Multitool dabei. Fährst du mal irgendwo an eine schöne Bank, nicht weit weg, nicht, dass irgendwas passiert. Ich bin ja ein Panik-Button-Man. Ja, also ein Button-Man, ihr wisst, was ein Button-Man ist. Ne? Wenn ihr euch so ein bisschen mit der Mafia auskennt, wisst ihr, was ein Button-Man ist. Nee, jedenfalls dachte ich mir, ich suche mir eine schöne Bank. Die erste Bank oben, da wollte ich eigentlich hin, da, die, also da an der bin ich schon vorbeigefahren, da meine, eine meiner Stammbänke, Banken, da war ein Müll, also Quatsch, Müll, wie heißt das? Gülle, ein Gülletank Ware gestanden, keine Ahnung, was er da macht, Riesending, ewig groß, und dann dachte ich mir, na, da kannst du es eh vergessen, weil daneben so ein Müll, also Müll, ich war schon wieder Müll, Gülle kann, Gülle, Abstandsspanne, wie heißt denn das jetzt? Gülletankwache, oder? Laster. Also ein Gülle-Laster, genau. So ein, aber ein Riesending mit so einem Mats-Tank drauf da, ne? Riesenteil. Und hier die Bank Ewe, das war mir zu blöd. Da kann man nicht gescheites Rad so vor sich stellen und da so Schrauben irgendwie oder seitlich, das ist ein bisschen blöd. Also dachte ich an die nächste Bank, nämlich da in Etzengesäß, links dann nach dem kleinen Gewerbegebiet, wo die Fabrik ist. Links dann hoch, da sehen wir ja auch alles noch. Ich will nicht alles so immer vorwegnehmen. Ihr sollt ja schließlich dranbleiben. Ne? Der YouTube-Algorithmus reagiert ja nicht nur auf Klickzahlen, sondern auch auf, wie lang schaut jemand das jeweilige Video. Dann renkt es das anders. Also wenn jetzt einer nur 10 Sekunden neu schaut und sagt, ach, der Depp schon wieder und schalt weg und guckt sich dann irgendwie was weiß ich was an, dann ist das quasi zwar ein Klick, aber der ist dann halt, naja, nicht so weit hergeholt. Aber das hat richtig gut getan. Ey, mein Körper hat so protestiert die letzte Zeit. Ich hatte ein Bandscheibenvorfall ist übertrieben gesagt. Vielleicht ein leichter, also so eine Art Hexenschuss, nur mit schlimmeren, also was heißt mit, also ein leichter Hexenschuss. Ich kam wieder in die aufrechte Position sozusagen. Beim richtigen Hexenschuss, da läufst du ja buckelig ein paar Tage, wenn du Pech hast, ne, und kannst Spritze und sowas abholen. Nee, das hat zwar so genau rein, also Lendenwirbelsäule da unten, ne? Da unten halt da, oberhalb vom Steißbein, da hat es reingeballert. Und das war vormittags. Und mittags bin ich noch einkaufen gegangen, habe noch einen schweren Rucksack heimgeschlafen, mit Einkaufszeug, noch Einkaufstüte noch, also so Tasche. Und naja gut, die Ibo hat da scheinbar geholfen, die ich da geworfen hat. Ja, und dann abends ging das dann immer schlechter. Also das war am Freitag, letzter Freitag. Dann hatte ich grippenartige Symptome. Also jetzt nicht, ich habe wohl erhöhte Temperatur, aber kein Fieber, erhöhte Temperatur. Und ich war total matt in der Birne. Also völlig platt. Wie als hätte mir einer, keine Ahnung, Saft abgedreht oder so. Ne? Das war am nächsten Tag, war das komplett weg. Ich hatte zwar beschissen geschlafen die Nacht, obwohl ich so kaputt war, hatte ich nur, weiß ich nicht, 6 Stunden oder 5 Stunden, das ist für mich zu wenig. Ich brauche so meine 7-8 Stunden, dann kann ich gut funktionieren. 9 Stunden besser. Ich hatte dann Schmerzen am nächsten Tag in der rechten Schulter und im rechten Handgelenk. Oder nee, in der rechten Hand, insgesamt in der rechten Hand. Also kann man mal sehen, was das, wo das alles ausstrahlt, sowas. Ne? Das muss man vorstellen, das ist ja der Una am Bobbes quasi basiert und strahlt quasi hoch. Immer dieses quasi, ne? Das muss man auch gewöhnen, quasi. Im Prinzip, ja, praktisch gesehen, zog das da alles hoch. Ich merke es jetzt immer noch ein bisschen, aber naja, ich hatte dann die letzten Tage halt, da kam dann der Reifen, der Continental da, der Race King, den habe ich dann drauf gemacht und alles irgendwie unter Schmerzen und dann natürlich hast du eine blöde Körperhaltung die ganze Zeit, weil Fahrradschrauben, ich habe ja hier keinen Werktisch oder so. Also ich, das ist halt dumm, ich muss halt irgendwie, ich krauch halt doch irgendwie mehr oder weniger immer so mit auf die Knie irgendwie auf dem Boden rum, so mehr oder weniger beim Wascheln. Ne? Dass das nicht besonders gesund ist, ist natürlich ja klar. Naja, was war schon wieder schön, irgendwie so heute mal wieder Rad zu fahren, auch wenn ich hier natürlich nur rumzuckel, weil ich eben halt mich erstmal rantasten muss. Ich bin, ihr wisst ja, ich bin ja ein Panik-Button-Man, ich hab's ja gesagt. Ich krieg die dollsten Gedanken in den Kopf. Ne? Ha,
hast du die Kette richtig, auch richtig, die Bolze richtig drin und hast du das sauber vernietet, die Kette, und ist das alles so gemacht? Ich habe sogar gestern, war das gestern? Ja, ich hatte gestern sogar noch einmal in vor lauter Wahnsinn, ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, das bezahlt mir gerne die Arbeitszeit. Das Hinner, also das Laufrad hinten noch einmal das Innenlager rausgeschafft. Ja, ich hatte noch mal das Innenlager rausgeschafft, habe das noch mal sauber gemacht, habe noch mal frisches Öl, genau. Ja, klar, Gülle, ich habe Gülle neu geschüttet. Nein, hier dieses Liqui Moly, Mosch-Zeug da, was weiß ich, wie das heißt, Mosch 2. Und habe richtig darauf geachtet, dass alles richtig zusammengebaut ist. Die Explosionszeichnung von Shimano ist auch noch verwirrend, weil da ist zum Beispiel bei meinem Innenlagergedöns ist zum Beispiel keine zweite Staubschutzkappe angegeben. Nur beim anderen Modell, also die Modellbezeichnung ist da irgendwie verwirrend gewesen. Ich habe sie natürlich trotzdem drin, ist ja klar. Ich wollte halt nur gucken, welche Staubschutz, also wie rum die jetzt neu gehört. Dann habe ich mir es aber zusammengereimt, mehr oder weniger. Und habe das wieder resembled, also wieder zusammengebaut und montiert und gemacht und getan. Also so, ich völlig, völlig irre. Und vorhin, als ich dann zurückkam von dieser Fahrt hier, habe ich das Fahrrad gleich wieder auf den Bock drauf gemacht. Also auf den Montageständer drauf gemacht und habe angefangen, mich mit dem Umwerfer rumzukloppen. Anschläge haben alle gestimmt, perfekt. Nur beim mittleren Kettenblatt. Und das hast du auch, das merkst du auch nur richtig beim Fahren. Das ist ja das Gemeine, das merkst du gar nicht. Das ist ja das, was ich immer sage. Oder was ich immer sage, ich sage immer quasi. Aber das, was ich jetzt zum Beispiel sage, habe ich noch nie gesagt. Nix, ne? Ja, nee, also jetzt, ich fange schon wieder an, wahnsinnig zu werden. Ich habe zu heiß gebadet. Wollte ich nicht sagen eigentlich. Achso, ja, das ist dieses in der kontrollierten Laborsituation, also Werkstatt, also bei mir dann quasi daheim, sieht das super aus, ne? Da ist alles gut und es schaltet smooth und ist alles schön. Und sobald du drauf hockst, ist der ganze Schrott wieder, da denkst du dir, es kann doch nicht wahr sein. Stimmt da gar nichts oder was? Die Laufperformance von dem Hinterrad ist super. Die Schalteigenschaften sind gegeben, ist alles gut. Also da gibt es keinen Kettenhänger, da rasselt nichts hinten. Das schaltet blitzschnell, wunderbar, alles gut. Aber der Umwerfer vorne hat irgendwie, der hat halt gesponnen. Das sieht man jetzt hier, aber das sieht man nicht wirklich. Ich mache jetzt hier Pause. Das ist die einzige Bank, die ich gefunden habe, wo man A, einigermaßen seine Ruhe hat. Weil ich montiere ja gern ohne Hosen am Fahrrad. Nee, Quatsch. Also ich will einfach mal Ruhe haben. Und die halt nicht besetzt war. So, jetzt drehe ich mal, weil halt rückwärts. Vorwärts drehe ich ein bisschen blöd in der Position. Ja, das seht ihr halt. Das mache ich jetzt nur, damit ihr das sehen könnt halt. Ne? Da gucken wir noch mal. Da der Umwerfer, der hängt also an der inneren Seite vom Umwerfer hängt die Kette. Wenn es auf dem mittleren Kettenblatt ist, einfach ein bisschen zu nah dran. Und mit den Einstellschrauben, also H und L, war jetzt nicht viel zu holen. Also musste ich die Spannung der Schaltlitze, also des Schaltzuges, des Baugenzuges, die musste ich etwas erhöhen, halt ein klein bisschen erhöhen. Die war wohl etwas zu luschig schon, also einfach, weil die halt auch schon eine Weile drin ist. Ich wollte die ja mal auswechseln, das hätte ich eigentlich gleich machen können. Ich habe auch den Gedanken gehabt, hätte ich mir auch gedacht, aber dann dachte ich mir, guck mal auf die Uhr, du willst noch in die Badewanne, du willst noch das und jenes und für mich kocht niemand. Ja, ich muss zusehen, dass ich mal Abendessen selber koche. Jetzt haben wir es schon 21 oder 23. Ich habe noch nichts gekocht. Ich wollte mal eigentlich was zu essen machen noch. Also, es ist kacke, ne? Ich brauche eine Frau, die mir mein Essen bereitet. Und dann mit der Essensglocke läutet. Na, Quatsch. Nee. Ja, gut. Also jedenfalls jetzt, ich dachte mir dann, auf dem großen Kettenblatt ist ja gut. Auf dem kleinen Kettenblatt war auch okay. Also bin ich halt überwiegend hier auf dem großen Kettenblatt gefahren. Und ja, was ich sagen wollte, ich hatte ja das Multitool dabei. Genau, das habe ich ja vorhin gesagt. Das Multitool, also habe ich da mit dem Multitool, aber das ist...
da kannst du gleich mit dem Fingernagel rum, also das ist total beschissen. Also mit dem Multitool, das ist so ein kleines, wie sieht aus wie so ein Klappmesser, so nur breiter halt, und da sind so ein paar, aber das ist ja so affig blöd gemacht, also so ein, das ist wirklich nur zum, wenn du in eine absolute Kacke drin steckst, so, und hast wirklich nichts mehr, was weiß ich, keine Frau mehr, keine Freunde mehr, alles ist kaputt und alles ist weg und die Sonne geht nicht mehr hoch und so, dann kannst du damit versuchen, noch irgendwas zu retten, aber so, was ein Geschissener, dachte ich mir, komm, lass den Kars da. Hör auf, fahr heim, hast du gescheite Kreuzschlitzschraubenzieher, Schraubendreher, korrekterweise ausgedrückt, und da kannst du dann anständig das Ding nachstellen. Gut, da habe ich jetzt aber, habe ich es jetzt so gemacht, dass ich in meinen Rucksack, den ich beim Fahrradfahren dabei habe, eben diesen Kreuzschlitzschraubenzieher mit reingepackt habe. Das heißt, wenn ich also, morgen werde ich nicht dazukommen, morgen muss ich zum Doktor, aber mal gucken, am Donnerstag vielleicht, wenn ich da zum Radfahren komme, wenn das Wetter mitspielt, dann werde ich das, wenn es immer noch das Problem besteht, was ich hoffe, dass ich das gelöst habe, indem ich eben den Bautenzug angezogen habe, ein bisschen, wenn das halt sein sollte, bin ich wenigstens gewappnet, dass ich unterwegs noch einmal irgendwie irgendwo was fummeln kann. Müssen wir mal gucken. Ich werde euch berichten. Ja. Also die letzten Tage waren richtig übel. Mein Körper hat dermaßen rumgezockt und rumgesponnen. Umso angenehmer war das heute auf dem Radsorgen hier. Radweg rechts ist immer noch gesperrt. Also ich dachte mir schon, was ist dann da los? Kriegt ihr denn gar nichts mehr auf die Reihe? Muss in Deutschland jetzt irgendwie eine Baustelle irgendwie 2-3 Jahre oder was? Ich weiß es nicht. Als ich vorhin oben rumgefahren bin, habe ich es ja schon gesehen von unten. Das sieht ja immer noch so aus wie die ganze Zeit. Da ist ja scheinbar gar nichts gemacht worden. Yeah, mo fuckers. What's going on here? Ja, ja, der OC schon wieder im Betriebsmodus Alpha, ne? Also quasi. Ja, es ist halt, wie es ist. Er kriegt es halt nicht auf die Reihe. Immer wieder das Gleiche. Eigentlich wollte ich ja am vergangenen Wochenende, war ja eigentlich so, was heißt geplant, war gar nichts, aber es war so abgesprochen, dass man mal in Betracht zieht, dass ich mit dem Batchrider mal eine Runde fahre. Das Wetter war ja okay, aber es ging halt nicht. Ich war total aus. Da ging nichts mehr. Ich habe trotzdem am Rad rumgefummelt, weil ich einfach, mich hat das dermaßen genervt einfach, ja, dass das nicht richtig geht und dass ich, ach, und hin und her und ach, naja. Das lässt einem dann keine Ruhe. Und dann, ach, nervig einfach. Was soll ich das sagen, Leute? Ich dachte mir, ich mache jetzt heute mal ein kurzes Let's Ride, relativ kurzer, 20 Minuten rum. Da schon wieder. E-Bike Power, yeah. Aber 25 ist halt Schluss dann, ne? Aber ich bin halt einfach in nicht. Ich bin jetzt 4 Wochen nicht gefahren oder was, ja, Leute. Ich bin quasi, das fühlt sich an wie ein Fahranfänger. Ja, also der Körper baut so schnell ab, wenn man kein. Ja, gut, außer meiner Morgengymnastik und mal ein paar Stretchübungen. Wenn du aber sonst keine Muskulaturbeanspruchung hast, großartig, ja, dann baut der Körper so schnell ab. Aber es hat sich das trotzdem einigermaßen gut angefühlt. Und jetzt im Nachhinein, ich bin heute 12 Kilometer gefahren oder was insgesamt. Es ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Es ist also besser als Gold. Also Sport, Fahrradfahren ist so gut. Das ist so gewinnbringend für das gesamte, ja, Konstrukt Mensch. Ich kann nur hier absolut wärmstens dafür plädieren. Hier übrigens darf ich durchfahren. Hier ist nur für Fahrradfahrer. Ist das frei da, und für Fußgänger, Autofahrer dürfen aus der Richtung hier nicht kommen. Aber was da wieder los war auf der Gasse da, ich weiß nicht, was die da alle hin zu suchen haben. Da ist doch gar nichts da hinten draus. Ein Metzger, eine Dönerbude, Schluss aus, was müsst ihr da alle langfahren? Da unten ist die B45, gut, da hat es geknallt heute. Das habe ich in den Nachrichten sogar gehört bei HR3, dass da gesperrt ist, da hat es geknallt. Irgendwo bei Zell oder so, ach was weiß ich, ey. Aber was sich da alles durchschafft, da, Gottes, egal. So, Leute, tut mir leid, ich bin am Ende angelangt. Ich muss was zu essen machen jetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für die Unterstützung, ich danke euch für die Kommentare. Ihr seid mega. Vielen Dank, das Fahrrad läuft wieder. Das nächste Mal schaue ich halt, dass ich das Rascheln dann wirklich auch weggekriegt habe von dem Umwerfer da vorne. Tschüssikowski, habt eine schöne Woche, bis demnächst. Ohne Wasserglist, bye bye.